Faszinierende Klassiker, rund 600 Kilometer auf traumhaft schönen Routen durch Sachsen und Tschechien und jede Menge Applaus vom Straßenrand. Das hat Tradition bei der Sachsenklassik. Auch die diesjährige 14. Ausgabe der Kultrallye im Freistaat wurde wieder zu einem automobilen Volksfest. In drei Tagesetappen ging es vom Startpunkt Zwickau durch Sachsen, Bayern und Tschechien. 16 Zeitkontrollen und 20 Wertungsprüfungen mussten die Rallye-Teilnehmer dabei absolvieren. Traumhafte kleine Straßen prägten die Route der Sachsenklassik. Das Teilnehmerfeld zeigte sich wie ein rollendes Museum schönster Raritäten aus unterschiedlichen Epochen der Automobilgeschichte in der schönen landschaftlichen Kulisse. Natürlich allen voran die Vorkriegs-Oldtimer. Ältestes Fahrzeug im Feld war ein Hudson 33 Mile a Minute Raceabout von 1912. Zweitältestes Fahrzeug war ein französischer Rallye Asset von 1924. Und als drittältestes Fahrzeug ging ein Skoda 430 von 1926 an den Start. Rund 30 historische Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern waren auch mit dabei. Darunter waren Schmuckstücke wie der Brezelkäfer aus dem Jahr 1949, das elegante Karmann Ghia Typ 34 Coupé von 1969, der souveräne Porsche 928S von 1983 und Vorkriegs-Oldtimer wie der Wanderer W24 von 1936. Aus der Fahrzeugsammlung der Autostadt nahmen Vorkriegsklassiker wie der Bentley 3,5 Liter von 1934 und der Horch 930V aus dem Baujahr 1937, aber auch begehrte Youngtimer wie der Golf 1 GTI Pirelli von 1983 teil. Als Ehrengast der Veranstaltung nahm in diesem Jahr Professor Karl H. Hahn teil. Der ehemalige Volkswagen-Vorstandsvorsitzende und gebürtiger Chemnitzer feierte erst kürzlich seinen 90. Geburtstag und pilotierte nun einen Golf 2 GTI 16V. Gewonnen wurde die traditionsreiche Rallye von Peter Göbel und Achim Gandras im Skoda-Favorit Rallye Monte Carlo. Aus dem August-Horch-Museum kam der Horch 8 Typ 720 Pullman an den Start der Sachsenklassik. Diese rustikale Limousine war einst in den 40er Jahren das Dienstfahrzeug des US-amerikanischen Militärgouverneurs Lucius D. Clay, der die amerikanische Besatzungszone in Deutschland leitete. Insgesamt rollten etwa 180 automobile Raritäten über die drei Etappen von Zwickau nach Chemnitz. Höhepunkt der Streckenführung war die spektakuläre steile Wand. Eine mit 12% Steigung verlaufende Bergpassage in der Kleinstadt Merane.
Am Ende gab es noch einen Abstecher auf den Sachsenring, der in diesem Jahr im Rahmen des Sächsischen Verkehrssicherheitstages stattfand. Hier galt es, bei einer Gleichmäßigkeitsfahrt dreimal den Sachsenring in genau der gleichen Zeit zu umrunden. Eine Aufgabe, die nicht durch Geschwindigkeit zu bewältigen ist, sondern nur durch konzentriertes und genaues Fahren. Ihren krönenden Abschluss fand die dreitägige Klassikertour auf dem Chemnitzer Neumarkt.